Hi, ich bin Olga und ich möchte dir gerne dabei helfen, einen Steinbockmann kennenzulernen. Das sind sehr praktische, sehr zielorientierte Menschen, die auf ihrer Meinung bestehen. Die sind eher mehr unflexibel. Das könnte am Anfang der Beziehung ganz anders vorkommen. Die sind nämlich da ein bisschen anders. Und zwar eher leicht und ja. Mit denen kann man alles machen, alles besprechen. Da gibt es kein Nein. Die sind eher sehr leicht im Umgang mit sich. Es gibt keine Probleme. Und sobald es in die Beziehung hineingeht, dann merkt man schon, dann sind die sehr ernsthaftig. Und ja, da kann dazu führen, dass er doch irgendwelche, ja, Kleinigkeit erwähnen, die ihm nicht passen, oder Kleinigkeit, das sind dann vielleicht für ihn dann schon sehr wichtige Sachen, die nicht passen. Das wird auch sofort sagen. Ihm ist es einfacher, die Menschen irgendwie im Laufe der Zeit, ja, so nicht an sich zu binden, aber sich entsprechend zu formen, als gleich am Anfang der Beziehung den kompletten Menschen schon, der formiert ist, irgendwie kennenzulernen. Der ist so gepolt, das ist für ihn enorm und ist der einfachste Weg, irgendwie jemanden kennenzulernen. Du solltest auf jeden Fall, wenn du so einen Menschen kennenlernen möchtest, eher ruhig und auch so diese Zielsetzung, also die Ziele müssen auf jeden Fall gleichwertig passen, weil sonst könnt ihr es mit diesem Steinbockmann nicht aushalten, weil er ständig irgendwas auszusetzen hat. Und wie gesagt, er wird es euch auch sofort ins Gesicht sagen, wenn man so ein bisschen emotional nicht stabil ist, sollte man vielleicht gucken, ob es der passende Partner ist. Der könnte auch auf einen geizig wirken, dem ist es immer wichtig, irgendwie, ja, er kennt den Wert des Geldes, sage ich mal, jetzt mal. Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich jeden Cent umdreht oder so, aber ihm ist es wichtig, dass man das Geld nicht sinnlos irgendwie nach rechts und nach links wird. Das sollte, wie gesagt, ihm ist es wichtig. Ich sage das, glaube ich, schon ein paar Mal, dass der Partner das quasi auch mit umsetzt. Ja, sonst wird ihr beide nicht glücklich. Man sollte auf jeden Fall seinen Prinzipien entsprechen und auch immer sich intellektuell weiterbilden, weil ja, das ist, wenn er seine Ziele erreicht und man kommt nicht hinterher, dann ist es ja auch so, dann hat man verloren quasi. Und er wird dich nicht irgendwie bitten, aufzustehen und dir die Hand reichen, sondern er ist dann auch, der ist weggaloppiert seinem Ziel entgegen. Der weiß, was er will und er weiß es ganz genau. Der ist sehr verschlossen und man sollte ihn auch nicht ja, in die Seele hineinschauen wollen. So, was denkst du, was meinst du, so dieses, das mögen die nicht, sondern wenn er irgendwas ist, wie gesagt, der ist geradeaus. Ihr werdet es merken. Das kann auch sein, dass sein Ziel gerade sich geändert hat. Hat er seine Meinung geändert und das kann auch von heute auf morgen ja, das ganze Konzept umgeworfen worden sein und dann muss man mit ihm quasi bereit sein, auf ja, neu anzufangen quasi. Ja, dieses Zeichen ist nicht so einfach, wie man hört. Aber wenn man die also das Ziel an sich, das Leben genauso sieht wie er, dann ist es, denke ich, genauso einfach. Der ist auch gar nicht groß leidenschaftlich, vielleicht am Anfang der Beziehung, aber im Laufe der Zeit ist der Komfort ihm einfach wichtiger. Der wird sich in diesem Sinne eher mehr wohlfühlen, als wenn ihr da sehr
ja, experimentierfreudig seid oder irgendwie so eine Partymaus seid, das ist dann eher auf Dauer auch wieder schlecht. Aber mit ihm kann man das gut besprechen, ja, wenn ihr was nicht möchtet, er wird auch gleich sofort seine Meinung dazu sagen. Dann sollte man keine Angst haben, dass ja, diese Aspekte nicht passen. Wie gesagt, der weiß, was er will, und diese Ziele erreicht er dann auch meistens. Ja, diese Menschen, die erinnern mich immer so an das Amt. Ja, langsam aber sicher kommen sie dem Ziel entgegen, und die machen das auch hundertprozentig perfekt. Ja, sie wissen, was sie wert sind und was sie erreichen können, und es ist ein sicherer Mensch, quasi. Man fährt mit ihm gut mit im Leben. Wie gesagt, wenn ihr die Prinzipien des Lebens irgendwie gleichermaßen zusammen, ja, die Interessen gleich sind oder diese Zielsetzung, dann ist das der perfekte Mensch für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich nicht so viel Negatives über das Zeichen gesagt habe. Das sind einfach so die Kriterien, die einfach wichtig für die Menschen sind, und die gehen, also die machen dann nicht die Augen zu und sagen, okay, nee, ich mache das diesmal mal anders, weil, ja, nee, nicht weil. Das Ziel ist in Sicht, und da wird man auch nicht irgendwie ja, davon abkommen. Das solltet ihr wissen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr, vielleicht mehr Positives über den Steinbock zu sagen habt, schreibt das in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.